Moin Leute und willkommen zur ersten Ausgabe der Nachrichten aus meiner Sicht. In der heutigen Ausgabe gibt es Nackt an der Klagemauer, Artesymmetrismus, was ich von der Arte-Doku halte, was machen 20.000 Ultraorthodoxe in Brooklyn auf einem Haufen, Gay Pride in Tel Aviv und was Kentucky Fried Chicken mit der Zahl 4 zu tun hat. Also, los geht's und viel Spaß. Kommen wir zu Kentucky Fried Chicken. Zum vierten Mal in der Geschichte Israels versucht Kentucky Fried Chicken in den israelischen Markt reinzukommen. Geplant sind 100 Filialen in ganz Israel. Ich liebe Kentucky Fried Chicken und war unglaublich traurig, als sie dann zugemacht haben, kurz nachdem wir nach Israel gezogen sind. Also, ich warte auf die ganzen Filialen und werde sie stürmen. Zum nächsten Thema. Apropos stürmen. Eine Klagemauer ereignete sich vor ein paar Tagen eine, sagen wir mal, problematische Szene. Eine Frau hat sich mitten am Tag an der Klagemauer angefangen zu entkleiden. Als sie dann nackig war, ist sie dann von der Frauenseite langsam Richtung Männerseite gegangen und wurde dann kurz bevor sie die Männerseite betreten konnte, von der Polizei festgenommen, zugedeckt und abgeführt. Was soll ich davon halten? Ob das nun der passende Ort war, um sich zu entkleiden? Ich glaube nicht. Ich finde es ehrlich gesagt eher lustig. Auch wenn das absolut unpassend ist, da sind wir uns, glaube ich, einig, hätten, glaube ich, die Männer nichts Neues gesehen. Oder? Jetzt kommen wir zu dem etwas schwierigeren Thema. Da muss ich, glaube ich, erstmal durchatmen. Kommen wir zum Thema der Arte-Dokumentation. Ich habe ja schon ein kurzes Video dazu gemacht, warum ich die Nichtausstrahlung der Arte-Dokumentation sehr problematisch fand. Nun ist es passiert, die Bild hat es geschafft, für 24 Stunden die Arte-Dokumentation zu veröffentlichen. Daraufhin ist Facebook, Twitter und irgendwie alles explodiert. Jeder hat diese Nachricht geteilt. Dann habe ich mir die Dokumentation angeguckt. Erstens muss ich sagen, die Aktion von der Bild finde ich wirklich, wirklich mutig. Also Daumen hoch. Als ich die Dokumentation gesehen habe, eine kleine kritische Anmerkung. Ich kann ganz bisschen nachvollziehen, warum Arte gesagt hat, dass es nicht der ursprünglichen Idee entsprochen hat. Die Doku soll ja den Antisemitismus in Europa zeigen. Der größte Teil des Films ist in Israel bzw. in palästinensischen Gebieten gedreht. Aber, und jetzt kommt das große Aber. Als ich diese Doku gesehen habe, musste ich wirklich alle irgendwie 5 bis 10 Minuten den Film anhalten und durchatmen. Ich finde, es ist den Filmemachern, die unglaublich talentiert sind, gelungen, eine wirklich historische Darstellung des Ursprungs des Antisemitismus in Europa, aber auch im Gebiet von Israel und Palästina darzustellen und den heutigen Zusammenhang zwischen dem neuen Antisemitismus in Europa und dem Konflikt in Israel herzustellen. Und ich finde, das haben sie wirklich, wirklich hervorragend gemacht. Es entspricht nicht den üblichen Dokus, die man normalerweise über Israel sieht, vor allem nicht im öffentlich-rechtlichen. Denn da versucht man immer, einen Schein einer ausgeglichenen Darstellung anzubieten. Eine ausgeglichene Darstellung zum Antisemitismus und Terrorismus? Also sorry, es gibt einfach keine Rechtfertigung für Terrorismus und Antisemitismus. Punkt! Nochmal zu sehen, dass jemand, und es war egal wer, vor dem Europäischen Parlament
die Behauptung aufstellt, Juden würden Wasser vergiften. Alles, was gezeigt wurde, wie der Antisemitismus in Deutschland irgendwie weiter besteht und weiter teilweise auch unterstützt wird, tut mir wirklich in der Seele weh. Wie schon mein Schwiegervater sagte, dafür ist mein Vater nicht in Auschwitz gestorben. Genauso habe ich mich gefühlt. Ich habe gedacht, dafür ist meine Familie im Holocaust gestorben, dass ich in einer Welt leben muss, wo sich die Beziehung zu den Juden kein Stück geändert hat. Dazu muss ich aber ehrlich gesagt sagen, habe einfach unglaublichen Respekt und Hochachtung vor allen Menschen, die sich dafür eingesetzt haben, dass die Entscheidung von Arte nicht in Ordnung war, dass diese Doku gezeigt wird. Auch so viele Menschen gibt, die gegen Antisemitismus kämpfen. Danke dafür. Das Thema der Arte-Doku wird uns, glaube ich, noch in den nächsten Tagen weiter beschäftigen. Bin sehr, sehr gespannt, was jetzt passiert. Bisher hat sich Arte überhaupt nicht dazu geäußert, dass die Doku veröffentlicht wurde. Ich bin gespannt. Bleiben wir dran. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Und zwar haben fast 20.000 Ultraorthodoxe in Brooklyn sich versammelt, um zu demonstrieren. Ich wünsche, sie hätten für Frauenrechte demonstriert. Nein, sie haben dagegen demonstriert, dass Ultraorthodoxe bzw. Religiöse in Israel zur Armee gehen müssen. Die gesamte Gesellschaft, Frauen und Männer, gehen zum Armeedienst, um das Land zu verteidigen. Denn wir befinden uns leider immer noch im Kriegszustand. Ja, ich verstehe einige Argumente von Rabbinern, die sagen, es muss auch Männer geben, die Tora lernen und die jüdische Tradition weitergeben. Okay, aber es gibt mittlerweile so viele Programme, den Religiösen die Möglichkeit gegeben wird, dass sie beides machen. Wie ein Jahr zum Beispiel in einer religiösen Schule lernen und dann ein, zwei Jahre in den tatsächlichen Militärdienst gehen. Ich finde das ehrlich gesagt wirklich einfach nur lächerlich, dass sie wegen so etwas 20.000 Leute aus dieser Gemeinde auf die Straße gehen. Auch in Israel, in der ultraorthodoxen Gemeinde, gibt es viel größere Probleme, als dass sie in die Armee müssen. Also zum Schluss ein eher cooles Thema aus meiner Sicht. Letzte Woche gab es in Tel Aviv das jährliche Gay Pride. In diesem Jahr waren es irgendwie, soweit ich gehört habe, ist die Gay Pride in Tel Aviv, glaube sogar die größte Gay Pride Parade weltweit. Und ich finde es ehrlich gesagt super. Erstens habe ich Freunde, die dorthin gehen, und zweitens zeigt es doch, wie offen die israelische Gesellschaft ist. Nicht alle Teile der Gesellschaft, aber doch der Großteil der israelischen Gesellschaft ist wirklich sehr offen. Wie über 200.000 Menschen auf der Gay Pride dieses Jahr. Etwa 10%, bisschen über 10% sind aus dem Ausland gekommen. In diesem Sinne, ich hoffe, euch hat die erste Folge der Nachrichten aus meiner Sicht gefallen. Und wenn es so ist, gebt dem Video einen Daumen nach oben und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!